Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Dieses Video handelt von diesem Fahrzeug da, der brandneue Audi RS3 Sportback. Genau so sieht's aus. Wir haben 400 PS, wir haben 500 Newtonmeter Drehmoment und wir haben an der Hinterachse Torque Vectoring. Dieses Fahrzeug soll querfahren können. Habt ihr vielleicht schon irgendwo gesehen? Kann es sicher auch, weil sonst würden die das ja nicht sagen. Ne? Die Frage ist nur, kann er das wirklich oder sieht das dann nur so aus in irgendwelchen tollen Videos? Wir werden dieses Gerät heute ordentlich hart rannehmen. Und ich habe den jetzt schon mal auf Dynamic gestellt. Und ihr hört es vielleicht, die Drehzahl ist leicht erhöht. Leicht erhöhter Puls. Hört sich schon an, ne? Also, das ist ein Fünfzylinder, wie ihr sicherlich wisst. 2,5 Liter Hubraum und dieser Fünfzylinder-Sound ist ganz, ganz, ganz was Besonderes. Ja? Ist ganz was Besonderes. Hört ihr das? Einfach ein mega Sound. Richtig guter Sound. Und ich würde sagen, nee, warte mal. Ich wollte eigentlich mit 0 auf 100 starten. 3,8 Sekunden. 3,8. Ein Audi A3 in 3,8 auf 100. Der hier hat jetzt Winterreifen drauf, deswegen wird er das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir gucken trotzdem. Oh, aber wir werden es trotzdem probieren. Ich schätze 4,1, 4,2 oder 4,0. Eins von den drei Zeiten wird er machen. Vorher gucken wir uns das hier noch an. Fünf Zylinder, Reihe. Schöne Carbonabdeckung hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Gibt andere Fahrzeuge, die haben nicht so schöne Abdeckungen. Ah, passt natürlich auch jetzt hundertprozentig mit dem Tango Rot, ne? Mit dem Tanga-roten Außenlack. Also, dann machen wir jetzt 0 auf 100. Messgerät ist am Start. Dann würde ich sagen, los geht's. Also, linker Fuß auf die Bremse. 3,8 sollen es werden. Messgerät ist scharf. Was ist das sensationell gemacht? Also, das haben sie halt wieder. Ne? Das, die, ah, herrlich. Launch Control wird angezeigt. Dann gehen die Lämpchen an und dann gehen die Lämpchen immer weiter weg. Quasi wie so ein Countdown. Bam, 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 bam. Formel 1 Start, bam. Alles ist aus. Dann geht der rote Flasher nochmal an. Und dann sollst du bitte losfahren, weil zu lange Vorspann macht da keinen Sinn. Ist nicht gut fürs Auto. Schöne Animation. Wieder was Neues. Deswegen feiere ich das. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Wir haben kalte Reifen, kalte Außentemperatur von 9 Grad und wir haben leicht feuchte Strecke, seht ihr auch auf der Kamera. Egal, ist ein Quattro. Oh, oh. Pff, Digga! 3,559 auf leicht feuchter Strecke. Junge, das ist ja unfassbar. Gleich noch einen hinterher. Alter. 3,5
2,517. Nochmal einen Tacken schneller. Alter Schwede, das ist nicht mehr normal. Wie dieser Ofen geht, ist nicht normal. Jetzt haben wir schon 2,20 drauf. Und das Ganze mit Winterreifen. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du da irgendwelche Sportreifen drauf hast. Alter Verwalter. Alter. 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist so schnell wie ein RS6. RS6 ist 3,6. Der hier ist schneller als ein RS6. Für 60.000. Nee, ich habe nämlich da diese... das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. das ist immer so schön bei Audi. Ist immer alles direkt aufgelistet mit Preis am Ende. Also wir fangen ganz kurz an. 60.000 Grundpreis. Tanga Rot Metallic. Das ist Metallic? Okay. 700 € und 1 Cent. 3 Tonnen Klima, 300 Euro. Lendenwirbelstütze, 270. Adaptiver Geschwindigkeitsassistent, 580. Adaptives Fahrwerk mit Drive Select, 1000 Euro. Musst du haben, weil ist komfortabel. Wirklich. Auf der Autobahn, Langstrecke, super. Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280. Von 250 angefangen auf 280. Für 1499,99 €. Musst du haben. Kannst du aber das machen, das aber. Ich mach das im Original. Connect Navigation Infotainment Plus 220, Connect Schlüssel, Phonebox, ja, sind alles immer so 200, 300 Euro. Bang & Olufsen Premium 790 Euro, Bremssättel Rot 300, Dekoreinlage und Akzentflächen Carbon Atlas Matt. Für 800 Euro, musst du haben. Halteassistent 80 Euro, Head-Up Display musst du auch haben, 800 Euro. Verkehrszeichenerkennung 250 musst du auch haben. Komfortschlüssel, Diebstahlwarnanlage 860, ja. Feinnapper mit S-Prägung und Bremssteppung, ja, 1000 Euro. Matrix LED auf jeden Fall 700, Navi Plus. Meinetwegen Motorraumabdeckung mit Carbon-Applikationen, 500 Euro haben wir gerade gesehen. Privacy verglasen 350, lalala. RS Sportabgasanlage 1000 Euro, yes! Ja, sieht super aus. Beides. Okay, das zum Thema Preis. Wollt ihr den Gesamtpreis auch noch wissen? Aber natürlich! 79.610 € und der eine Cent vom Tanga Rot. Der ist auch noch mit dabei. Also, für 80 Mille kriegst du ein Auto, was in 3,5 auf 100 ist. Boah, alter Schwede. Okay, dann fahren wir mal auf die Startziellinie. Alter Schwede. Ich habe jetzt noch nicht dieses RS-Talk-Ding gemacht, ne? Also dieses Magic-Thing, das habe ich noch gar nicht eingestellt. Und schon jetzt fährt der sowas von ultra-neutral hier um die Ecken, dass alles zu spät ist. Wir werden jetzt auch ein bisschen achten auf die Bremse, weil die Bremse ist oftmals bei solchen Autos, gerade wenn sie so schwer sind, 1600 irgendwas Kilo, muckt die Bremse halt. Und das ist leider nicht so schön. Alter, ist das sensationell. Das ist leider nicht so schön bei Autos, die für einen Track gemacht ist. RS3, Rennsport A3. Dann muss der auch Rennsport können. Und Rennsport heißt Runden fahren, ballern, harte Anbremsungen und das immer und immer wieder. Und ob er das kann, das werden wir am Ende des Tages wissen. Also wir haben natürlich immer noch Kopflast, ne? Weil dieses Auto vorne einen Fünfzylinder hat, weil es halt einfach... Alter, ist das heftig. Was war das denn für ein Fiepsen gerade? Das war das Querfiepsen. Alter Schwede, habt ihr das gesehen, wie krass ich gegengelenkt habe? Das ist ein Audi. Natürlich habe ich das provoziert. Ich bin in die Ecke reingefahren, habe leichten Pendler gemacht und bin vom Gas gegangen. Ja? Und dann kommt die Bude aber sowas von böse quer. Und mit ganz vielen anderen Audi-Modellen, die es aktuell zu kaufen gibt, ist da nicht im Traum daran zu denken, dass ein Auto so fährt. Mit so krassem Übersteuern. Auch vorher schon die SS. Was ist da los, Audi? Also komm, noch eine Runde. Und dann schalten wir das Torque Vectoring mal an. Das macht er jetzt natürlich im Dynamic Mode quasi so, dass es möglichst schnell geht. Also auf Track Performance, auf Rundenzeiten angelegt. Und ihr seht das. Es wird neutral bis leicht übersteuernd. Das Auto ruppelt so ein bisschen, was aber auch am Allradantrieb liegt. Jetzt fahren wir durch die hier mal. Aber das ist normal. Das liegt am Allrad und das liegt natürlich an der Federdämpferabstimmung. Aber das machen die wirklich gut. Oh,
Jetzt fahren wir hier mal schön sauber, ohne viel übersteuern. Das geht auch. Wenn du halt ein bisschen ruhiger agierst, dann ist das Auto sehr neutral und es überrascht dich auch nicht. Also ihr seht das ja, ne? Jetzt gibt es hier kein Übersteuern. Ich kann im dritten Gang voll ans Gas gehen in der Kurve. Bin schon sehr, sehr schnell unterwegs, gehe voll ans Gas. Das Auto überrascht mich 0,0. Hat Ultra-Traktion, ist für ein Audi sehr, sehr neutral. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Magic Thing. Ne? Also, wir gehen hier auf das Häuschen, dann auf Fahrzeug. Wir gehen auf Drive Select. Dann haben wir hier das Magic Thing, Torque Rear. Also kann man das hier schreiben eigentlich? RS Performance. Fahrwerk komfortabel, Lenkung, ESC ein, aus, sportlich, aus geht nicht. Auf RS Individual geht es auch nicht, aber da kann ich mir den Motorsound noch präsenter machen. Okay, gut. Ah ja. Interessant. Sehr gut. Also, dann gehen wir hier auf RS Torque Rear. Torque Rear nicht auf öffentlichen Strecken nutzen. Für erweiterte Funktionalität in ESC off wechseln. Nee, ist klar. Aktivieren. Und dann gehen wir hier nochmal auf ESC off. Und jetzt hat sich das nochmal krass verändert, dieses Auto. Weil diese Optik hier, wie von so einer Straße, das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie der fährt, ne? Alter Schwede, ist das krass! Habt ihr das gesehen? Das ist ja nicht mehr normal, du. Das ist ja nicht mehr normal. Also, was ich gerade so ein bisschen gerochen habe in der ersten Kurve war, dass diese Hütte wahrscheinlich sehr, sehr schön Kreise drehen kann. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Hier ist schön so, ne? Also eine Runde Donut war easy peasy drin. Mal gucken, was hier noch so geht. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr feierlich, wenn es mit dem Ofen geht. Das ist ja eine Sensation. Das gibt es ja gar nicht. Also er fährt nicht wie ein Hecktriebler. Das muss man schon mal so sagen. Das ist kein Hecktriebler. Also fast nicht, aber fast eben doch. Alter Verwalter, ist das geil. Das gibt's ja gar nicht. Junge. Das hätte ich so in der Form auch nicht erwartet. Wir fahren jetzt einmal ganz kurz. Ey, das ist krass. Wir fahren jetzt einmal die S's, weil das ist das alles Entscheidende, was jetzt richtig gut gehen muss. Ja? Das muss jetzt richtig funktionieren. Also einlenken. Ans Gas. Und dann der Gegenpendler. Das ist wirklich heftig. Und das war ein Drift mit 120. Mit 120 km/h, Alter. Ist das denn noch normal? Was sich bei dem RS Torque Rear verändert, ist tatsächlich, dass die Kraft innerhalb der Hinterachse zwischen rechts und links frei verteilbar ist. Das war vorher nicht so. Vorher war immer nur vorne und hinten bei Audi, ne? Und jetzt ist halt tatsächlich radselektiv.
Und das Beste ist immer, wenn man voll ans Gas geht. Das ist tatsächlich so. Rein, boom und dann voll ans Gas. Wenn du voll ans Gas gehst, dann wirst du quer. Und zwar richtig. Und das soll ja auch so sein, ne? Aber wenn du das eben nicht machst, dann ist es trotzdem, das System ist dann trotzdem aktiv und sorgt dafür, dass du besser einlenkst und so und bremst und macht und tut. Aber wenn du wirklich querfahren willst, dann machst du das über vollen Einsatz. Und zur vollen Gaseinsatz. Und dann kommt wirklich Musik raus. Das ist krass. Das ist wirklich richtig krass. Das ist nicht mehr normal, ey. Alter, wie quer willst du denn mit so einem Ofen noch fahren? Also das ist wirklich heftig. Das ist tatsächlich richtig gut gemacht. Du kannst das Auto, habt ihr gerade gesehen, voll auf den Curb drauf. Du kannst das Auto, obwohl du so wild durch die Gegend hämmerst, immer noch super positionieren. Das ist wirklich überraschend. Das ist wirklich, wirklich überraschend. Und damit einen herzlichen Dank an Rolf. Er weiß Bescheid. Krass. Krasse Nummer, das Auto. Boah. Ich habe viele Stimmen so gehört und gelesen, die gesagt haben, ah, RS3, so der neue und so, das ist irgendwie alles so, nee. Alle sagen so, das alte ist geiler, ist irgendwie männlicher und, boah, und fühlt sich besser an und ist irgendwie ehrlicher und kerniger. Ganz ehrlich, du hast in diesem Auto diesen unfassbar wunderbaren 5-Zylinder-Sound. Du hast dieses Rear-Torque-Veränderungs-Magic-Thing, Torque Rear. Und du hast Platz, du hast Komfort, du hast Kraft, du hast Drehmoment. Und du kannst mit diesem Auto driften, was das Zeug hält. Wenn du damit im Schnee unterwegs bist, Alter, unvorstellbar. Aber auch jetzt auf trockener Straße, ne? Ich meine, mit Sommerreifen und dann wirklich bei 30 Grad Außentemperatur, da will ich das dann alles noch mal sehen. Aber jetzt, aktuell, ist das eine absolute Sensation, wie schnell dieses Auto ist, wie kräftig der ist. 3,5 auf 100. Unfassbar sensationell. Dann wollen wir uns den Hohl doch mal ganz genau von außen angucken. Also, grundsätzlich, ich muss sagen, die Front ist nicht so mein Ding. Sage ich euch ganz ehrlich, warum gleich? Wir fangen lieber mit der schönen Seite an. Und das ist das Heck. Also das hier, ne? Ist der am Knistern? Ja, der ist am Knistern. Also das hier, dieses Heck, ne? Dieses Breite. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück mit dieser Einstellung hier. So sieht er wirklich aus. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Vorne hier diese Verbreiterung, ne? Das ist schon Auto, ne? Vorne zu den Öffnungen, da komme ich gleich nochmal. Und ein Schweller auch. Also hier war gut aus, ne? Also das sind die Blicke, die ich ja bei Autos ganz, ganz wichtig finde, ne? Hä? Also, ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen stehen lassen, dass ihr es ein bisschen auf euch selber wirken lassen könnt. Ich finde dieses Heck einfach richtig schön. Ne, so siehst du es nie, aber so machen das immer alle Fotografen. Das hier ist die normale Blickhöhe. Und so machen das Fotografen, die keine Ahnung haben. Genau. Also, die Lichtgrafik finde ich auch richtig, richtig schön. Ist natürlich auch animiert, wenn du auf- und zusperrst und so weiter. Das ist bei Audi immer, immer richtig gut. Was ich auch richtig schön finde, ist natürlich die Seitenansicht. Sportback finde ich einfach, es braucht keine andere Karosserieform. Ne? Limousine finde ich auch cool, aber Sportback ist für mich, ja, das, was es sein muss. Und jetzt, wenn du dir die ganzen Linien mal anguckst, ne? Hier diese Linie, die da so spitz zuläuft, dann hast du hier
die, die von unten nach oben läuft, aber das ist ja nicht eine Linie, das sind ja mehrere, also Lichtkanten sind da ja auch noch mit drin, so. So, glaube ich, heißt das. Dann hast du unten Schweller, auch nochmal was anderes. Und dann müssen wir ein bisschen näher rangehen. Guck dich mal das hier an. Da haben wir hier eine Linie, da haben wir eine, da haben wir eine, hier haben wir eine, hier kommt die nächste, da. Diese geht quasi hier so durch und ist dann so quasi hier diese modellierte Pobacke, nenne ich jetzt einfach mal so. Die läuft dann hier so ganz smooth aus. Dann hast du das hier unten auch. Alter, wenn du da eine Delle drin hast, ne, da weiß ich nicht. Also ich kenne Beulenhorst, der das macht, aber den kennt, glaube ich, nicht jeder. Und an der Vorderachse quasi hast du nochmal genau dasselbe. Ja? Diese beiden Linien hier, die treffen sich dann quasi da im Blech. Also das ist schon extrem aufwendig moduliert hier, das Ganze. Modelliert, besser gesagt. Und hier dann auch, ne? Alter, guck dir das mal an. 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht es hier gerade runter, 6 und dann sind wir hier zu Ende. Wie viele Karosserieformen willst du an diesem Kotflügel haben? Alter Schwede, ist krass. Aber sieht insgesamt, finde ich, richtig cool aus. Bis, das ist eigentlich genau die Stelle, die mir nicht so gefällt. Dieser Scheinwerfer. Ich glaube, dass der geiler wäre, wenn er so wäre. Also ich sehe es jetzt selber nicht, aber ich glaube, das würde cool aussehen. Findet ihr nicht? Das hier ist irgendwie, hä? Warum das noch? Ich finde das hier sauberer. Ja, das würde dann quasi aussehen wie das Vorgängermodell. Zu viel wahrscheinlich. Aber das hier finde ich, das finde ich einfach zu groß. Das ist irgendwie, ich schalte jetzt wieder um. Ne? Ich finde, das ist, sieht so ein bisschen aus wie so ein ausgefallener Zahn oder sowas. Ich bin jetzt sehr böse. Aber auch gesamt von der Front her, das ist die Stehhöhe. Das ist ungefähr Kinnhöhe bei mir. So guckt man da auf das Auto drauf. Also die Scheinwerfer sind nicht meins. Dieser Grill da vorne, das finde ich richtig cool. Das mag ich gerne, bin ich ganz ehrlich. Aber die Scheinwerfer passen da irgendwie nicht so rein. Keine Ahnung. Ich bin auch kein Designer, deswegen don't judge me. Aber das ist meine Meinung. Die Scheinwerfer, ich bin das erste Mal drauf zugelaufen und dachte mir so, was ist denn mit diesen Scheinwerfern los da? So, ne? Naja, Kennzeichen ist natürlich Boom. Also, so muss es sein. Cooler geht's nicht. Ja, grundsätzlich, rote Autos, ne, kann jeder selber für sich entscheiden. Aber diesem Auto steht das schon sehr, sehr gut. Also, hier nochmal ganz kurz auf die rechte Spur. Dann ist das Schild weg da unten und Feuer. Und go, Baby! Also, erster Versuch. Ganz entspannte Nummer. 170 schon, alter Schwede. 190, boah, wie schnell geht das bitte? 9,954, 9,9, unter 10 ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit. Ja, Winterreifen, Warnschwelle ist mir egal. War schnell 260 drauf gezimmert. Alter! Und dieser Sound ist halt auch, oh, richtig gutes Zeug. So, da sind die 200, 210, 220, 230, 240. 250, 260 und wir sitzen nicht in dem RS6, sondern in dem RS3. Tacho 270. Boah! Alter Verwalter! Also es waren jetzt fast 280. Und das hat nicht lang gedauert. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen baff. Alter Schwede, das ist krass. Tacho 280, mal so eben. Das ist schon eine heftige Nummer. Das ist echt eine Ansage für ein Auto, was 400 PS hat und so schwer ist. Vor allen Dingen, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Das spielt jetzt zwar so ab 100 keine große Rolle mehr, aber es ist halt trotzdem natürlich da, das Gewicht. Und das ist auch kein Sportwagen, der irgendwie besonders aerodynamisch ist, im Gegenteil.
Wir haben ja vorne ordentlich Kühlluftöffnungen und so weiter, Verbreiterungen. Also das ist schon, das steht im Wind, das Auto. Und trotzdem geht der so schnell auf 280. Alter! Lieben Dank an Audi. Dieses Gerät ist wirklich sehr, sehr knackig geraten und macht ultra viel Laune. Also wirklich. Und das ist wirklich sehr einfach zu fahren. Und das musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass die Elektronik und so weiter, der Allrad so regelt, dass das auch gut geht und sich schön und sauber anfühlt. Das Einzige, was mir nicht so richtig gut gefällt, ist tatsächlich da hinten in dieser Kurve, wie das da so wubbelt. Da arbeitet der Allrad, glaube ich, quasi um sein Leben und versucht irgendwie alles klar zu machen, was ich will. Und das ist halt nicht immer so einfach, weil das sehr viel ist, was ich will. Aber davor in den S's, richtig schönes Fahrverhalten, das Ding segelt dadurch. Wenn du vom Gas gehst, kommt nicht noch mehr das Heck, sondern es wird quasi Neutralität eingeführt. Da kommt die Schweiz zur Geltung und dann bist du plötzlich einfach ganz normal unterwegs und du hast das Auto gerettet, in Anführungszeichen, obwohl du, ja, war ja gar nicht gefährlich. Also total genial fahrbar. Auch für einen Fahranfänger, glaube ich, ein Auto, an das man sich sehr einfach gewöhnen kann. Was einfacher, glaube ich, auch zu handeln ist als ein Hecktriebler. Wobei immer ganz großes Achtung, Leute. Man muss halt wissen, dass wenn du mit einem Allrad driftest, dann wirst du halt schneller. Du wirst während des Drifts schneller. Und in der Regel fühlt sich das bei einem reinen Hecktriebler genau umgekehrt an. Es fühlt sich an, du bleibst gleich schnell und wirst dann ein bisschen schneller. Aber es fühlt sich so an, als wenn du immer langsamer werden würdest. Ist nicht so, aber es fühlt sich halt so an. Und deswegen, Obacht, Boys und Girls, beim Driften mit dem Allradler braucht man flinke Hände und flinke Füße. Aber Gänsehaut, wie dieses Auto fährt. Ich muss jetzt einmal, muss ich euch ganz kurz die Reifen zeigen, weil das ist schon mit Winterreifen. Braucht man wahrscheinlich sehr schnell neue Winterreifen. Jo, also die Lamellen haben sich so ein bisschen, ja, aber ist halt normal, ne? Wenn du so mit einem Winterreifen rumschrotest, ist das normal. Andere Richtung. Same, same. Ah, das gibt sich wieder mit der Zeit. Jetzt versuche ich noch einmal schön sauber zu fahren. Das ist tatsächlich mit dem Torque Rear nicht so ganz so einfach, weil das Auto da einfach darauf ausgelegt ist. Okay, wir sind hier gerade im Track-Modus unterwegs quasi und wir wollen auf der Eisbahn oder auf der schneebedeckten Fahrbahn wollen wir irgendwie beim Fahrradtraining was richtig Schönes hinzimmern. Deswegen wird alles nach hinten gelegt und es wird halt rechts und links designt, sodass das Auto beim Angucken schon quer geht. Super schöne Einstellung. Ich liebe das, ganz ehrlich. Richtig gut gelungen. Aber das ist halt für den Straßenverkehr, sag ich mal so, muss man das jetzt nicht unbedingt haben, glaube ich. Also, ja, obwohl, wenn es geschneit hat. Auch gut, ne? Wenn du auf die Bremse gehst, dann wirklich, er bricht es nicht ab, sondern er weiß, ah ja, stimmt, genau, du wolltest ihn wieder umsetzen, in die andere Richtung quer gehen, mache ich mit dir, Matze. Kein Ding, weil du hast ja alles ausgeschaltet. Also dann bleibt er dabei. Also das ist schon wirklich, er ist einfach wirklich richtig, richtig gut gemacht. Das bringt Bock, das Auto, das ist eine Pocket Rocket, die ein bisschen Fett angesetzt hat, mittlerweile, ne, über 1650 Kilo fast, Leergewicht. Ist schon heftig, ne, für ein A3. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich mag den A3 und als RS3 mag ich den schon dreimal. Oh, guck mal. Weil es halt ein RS3 ist. Nein, weil er ultra schnell ist, Traktion, dann kannst du tatsächlich quasi den Frontantrieb ausschalten. Er ist nicht aus, aber das Fahrzeug fährt so, als ob er aus wäre. Und das fährt sich einfach richtig, richtig gut. Und es macht richtig Laune. Also, danke fürs Zugucken. RS3 gehört in jedes Haus. Ja? Jeder Koch, der gerne rührt, der braucht ein Auto. Schönes Schlusswort, ne? Hab euch lieb, tschüss, euer Mattes. Ciao.